Ja, hallo, heute mal ein ganz anderes Video als gewohnt. Und zwar hat mich die Firma Dehancer angeschrieben, ob ich Lust hätte, ihr Plugin zu testen. Das Plugin kannte ich schon aus anderen Videos, fand das auch richtig cool. Umso mehr habe ich mich auch gefreut, dass ich angefragt wurde. Übrigens habe ich dieses Video mit dem iPhone 12 gedreht, um zu schauen, wie Dehancer mit dem iPhone-Material umgehen kann. Eigentlich sieht das nämlich so aus. Doch was ist Dehancer überhaupt? Dehancer ist ein Filmemulations-Plugin, welches es für DaVinci, aber auch andere Schnittprogramme gibt. Damit lassen sich mit ein paar Klicks analoge Filmlooks erstellen. Wenn du gar nicht so auf Film stehst, sondern auf Fotos, dann solltest du dir mal die Dehancer Foto-App anschauen. Diese gibt es auch für iOS im Apple Store. Ich versuche ja schon seit Jahren selbst den analogen Filmlook hinzubekommen, aber so richtig gelungen ist mir das nie. Ich muss aber auch sagen, dass ich kein Profi in Color Grading bin, sondern mache alles nach Gefühl. Ja, und wie man sehen kann, sah das früher nicht so toll aus. Reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum. Ich habe eine kleine Demo vorbereitet. Hier habe ich F-Log-Material von meiner Fujifilm X-T4 mit dem Dehancer-Plugin bearbeitet. Ja, ich finde, das sieht alles sehr filmisch aus. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das erste, was ich mache, ist, ich nehme eine Einstellungsebene, damit ich dann schauen kann, wie sieht denn der Effekt überhaupt auch auf anderen Szenen aus. Es ist dann einfacher für mich zu entscheiden, welcher Look mir überhaupt gefällt. Nun gehen wir auf die Color Page. Dann auf Effekte und scrollen erstmal ganz weit nach unten. Hier ist es die Dehancer-Plugin und das ziehen wir hier auf die Node. Das erste, was wir machen, ist, wir geben unseren Farbraum an. Hier haben wir ein paar Auswahlmöglichkeiten. Aber ich nutze Choose Camera. Denn wir haben hier ein paar Farbprofile von Kameras hinterlegt, unter anderem meine Fujifilm X-T4 und ich habe in F-Log gefilmt. So, ein bisschen hat sich hier was getan, aber ein paar Sachen müssen wir noch einstellen. Und dazu gehen wir zu meinem Lieblingsmenü Film. Die Filmprofile sind das Herzstück des Plugins. Alle haben Eigenschaften von echten Filmen. Hier haben wir mega viele Filmprofile zur Auswahl. Unter anderem Agfa, Fujifilm, Kodak, Polaroid und so weiter und so fort. Die Auswahl ist echt groß. Doch für das Footage hier gefiel mir am besten das Konica Impreza. Hier unten haben wir noch die Möglichkeit, die Belichtungszeit des Films einzustellen. Je nachdem, wie lange der Film belichtet wurde, ändert sich nämlich auch nochmal die Charakteristik des Films. Jetzt müssen wir den Film noch entwickeln. Dazu gehen wir auf Print und ich stelle es von Linear auf Kodak Endura Glossy Paper. Nun sieht das für mich echt schick aus. Als nächstes geht's ans Feintuning. Dazu gehen wir nochmal ganz hoch. Hier können wir nochmal die Belichtung, die Farbtemperatur, den Tint, den Defringe und den Defringe-Radius einstellen. Ich glaube, der Defringer ist dafür da, um die chromatische Aberration noch ein bisschen aus dem Bild zu holen. Unter dem Film-Developer hat man auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man noch ein bisschen am Kontrast spielen, Gamma Correction, Color Separation und Color Boost. Und hier bei Filmkompression lässt sich das Bild noch ein bisschen stauchen. Also hier werden die Highlights und die Mitten noch ein bisschen nach unten gedrückt. Denn im Gegensatz zu Digitalfilmen brennen bei echten Filmen die Highlights nicht so schnell aus, wenn man überbelichtet. Weiter geht's zum Colorhead. Hier lassen sich die Farben nochmal von Gelb zu Blau, Magenta zu Grün und Cyan zu Rot verschieben. Und das lässt sich auch nochmal einzeln einstellen, dass es mehr in den Highlights, in den Mitten oder in den Schatten zu sehen ist. Kommen wir zum nächsten spannenden Bereich, nämlich das Filmrauschen. Früher hat man sich immer so Footage drüber gelegt, das verrechnet und das sah halt echt kacke aus. Aber hier haben wir wieder ein paar vorgefertigte Profile und ich zeige euch mal, wie die so aussehen. Umso höher der ISO-Wert, umso mehr Rauschen habt ihr im Bild.
8 mm hat eine größere Körnung als zum Beispiel 65 mm. Ich lasse jetzt aber hier einfach mal den 35 mm Standard. Halation, das ist dieser rote Schein um Highlights, um helle Bereiche. Das ist wie so ein rotes Glühen. Bloom wiederum lässt alle hellen Bereiche glühen. Gehen wir weiter, und zwar kommt jetzt Film Damage. Das sind so diese Schmutzpartikel, die auf dem Film sind. Oder kleine Härchen, Staub, sowas halt. Ja, jetzt kommt Film Breathe, das kennen wir alle. Das ist, wenn so bei alten Filmen das Bild so flackert, die Belichtung, die Farben, der Kontrast. Ja, typischer alter Film halt. Unter Gateway versteht man das mechanische Schwingen des Filmstreifens, wenn der durch die Kamera oder durch den Projektor läuft. Oft wird das ja auch absichtlich simuliert, damit der digitale Film ein bisschen lebendiger aussieht. Wenn man analogen Film einscannt, um den zu digitalisieren, dann wird eigentlich normalerweise nur der belichtete Bereich abgescannt, manchmal aber eben auch der ganze komplette Film. Und das nennt man dann Overscan. Und da es ja verschiedene Filmformate gibt, gibt es ja auch ein paar verschiedene Presets. Gerade sieht man das ja auch viel auf YouTube, wenn die Videos auf Retro gemacht sind, dass die dann noch so einen Filmframe drum haben. Weiter geht's mit der Vignette. Ja, das kennt man ja auch. Das ist nichts Neues. Man kann hier noch die Vignette heller oder dunkler machen. Man kann auch hier die Größe ändern oder wie weich der Übergang ist. Das nächste Tool oder Monitor finde ich ganz cool. Hier lassen sich nämlich nochmal die False Colors anzeigen oder auch der Clipping Indikator, der nochmal zeigt, ob irgendwo die Highlights clippen oder die Blacks. Und der Output lässt sich nochmal global einstellen, wie stark alle Effekte auf das Footage wirken sollen. Beim LUT-Generator kann man einen LUT exportieren. Und unter Option haben wir die Möglichkeit, nochmal die Qualität einzustellen. Ich würde es die ganze Zeit auf Normal lassen und nur zum Rendern auf High stellen. Kommen wir nun zum Fazit. Die Henser bat mich um eine ehrliche Meinung, die möchte ich auch abgeben. Was hat mir gefallen an dem Plugin? Gefallen hat mir, dass alles in einem Effekt-Tab ist. Man kann alles auf einer Note machen. Die große Auswahl an Film-Presets ist toll. Aber da ist auch schon wieder ein Negativpunkt. Man muss sich immer erst in den Reiter reinklicken, die nächste raussuchen und dann sieht man das Ergebnis. Schöner wäre es, wenn man sich irgendwie da durchklicken könnte. Was ich auch gut fand, ist, dass man das Footage direkt im Dehancer-Plugin weiter anpassen konnte. Man konnte die Helligkeit einstellen, die Farben, das Bildrauschen. Und auch das Bildrauschen bekommt von mir einen positiven Punkt, weil das sieht schon echt realistisch aus. Ja, Negativpunkte sind mir gar nicht so viel aufgefallen. Wie schon erwähnt, das Durchklicken der Filmpresets wäre toll. Es ist rechenintensiv. Also man sollte schon einen starken Rechner haben oder eben sich damit abfinden, dass es ruckelt. Und der dritte Punkt ist der Preis. Diesen finde ich echt sportlich, aber man bekommt was Hochwertiges geboten. Mit nur wenigen Klicks bin ich auf echt hochwertige Ergebnisse gekommen. Auch wenn das mein erstes Review dieser Art war, hoffe ich, es hat dir geholfen, und falls du dir überlegst, Dehancer zuzulegen, hier ist noch ein Rabattcode, mit dem kannst du sparen. Dafür bekomme ich auch keine Provision, denn die habe ich abgelehnt. Damit verabschiede ich mich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.